Ja, neuer Tag, neues Glück. Und der Dragon startet noch gerade seinen Stream. So. Oh, förmlich. Eine neue Runde Wildlands. Ja, ja, ich mache einen Zugüberfall. Ich habe einen wilden Zug gefunden, der ist mir. Alter Schwede, der hat vergessen, ihm seine Pillen zu geben. Komm wieder zurück! Das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Nein, 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 ja! Oh, lucky heute! Mein Zug haut ab! Ich glaube, mein Moped braucht mehr als sonst. 3 Stunden später. Das ist schon geil, dass man mit dem Motorrad so spät auf den Schienen fahren kann. Irgendwo und ich fährt immer noch hinterher. Selbst die Guerillatruppen zeigen schon Vogel. Jawohl. Die haben wenig so Anstand. Gibt's da irgendwas? Warum guckt ihr da so hin? Habt ihr die Planung? Die Bretterplanung, wa? Oh, wie kommt ihr da rein? Geht doch mal rum, da gibt's die Tür. Welches Brett müssen wir wegmachen? Ja. Mach doch mit dem von deinem Kopf an! Jetzt sind die so rotzig. Na Mädels! Uiuiui. Alles im Load auf dem Boot? Oder alles im Butter auf dem Kutter? Kein Kutter? Was? Welche Mutter? Schrauben drehen, modern drehen. Oh. Ich bin schon seit 3 Kilometern, 3,2 Kilometern unterwegs. Wer schert immer noch den Zug wie ein räudiges Hütchen? Ja, er fährt schwanzwedelnd hinterher. Nein, das will keiner sehen. Da stimmt, 0 Zuschauer. Echt schwer den zu überholen, das war ohne Scheiß. Dann lass es doch bleiben. Ich bin schon so weit gekommen. Aber nur jetzt wird's gehen. Ich habe meinen Helikopter geholt. Da. Komm, wir fliegen mal hinterher. Oh. Ohne Scheiße. Das Moped hat nicht genug Dampf, den richtig zu überholen. Schade. Weißt du, so ein Superfall wäre halt schon geil vom Szenario her. Ich frage mich halt, was da ernsthaft drauf ist oder so. Da siehst du doch, Treibstoff und ähnliches. Heißt, es ist ja schon wieder eine Mauer vor mir. Okay, ich geb's auf. Wo bin ich jetzt hier lang gerast? ich würde mich mal kurz an den nächsten Standort warpen. Und das Problem ist, ich bin gerade. Ich werde gerade kurz ein bisschen geräuchert. Und wenn du wartest, hier könnte ich auch abholen. Oh, ja. 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 Okay. Mein Moped hört sich an wie ein Zweitakter gerade. Ich glaube, da ist eine Kugel irgendwo in der Gase.
So, wo wollen wir hin? Da lang. Hm? Hm? Hä, wo wollt ihr nur hin? Hä? Wie? Wer hat jetzt, hä? Was geht, Transporter? Was? Ja, ist aber falsche Gegend. Wollte dahin. Oh, läuft wirklich gut, ey. Den müssten wir vielleicht, den ich markiert habe, ergaunern. Oder befreien. Ja, wie gesagt. Du hast was markiert? Ja. Ist das der gelbe Pfeil? Oder was? Jawohl, genau der. Okay. Haben uns den gegenseitig jetzt wegmarkiert oder was? Ah, toll, aber Fahrrad brauchst. Weil ihr beide Toten hängt, Moment. Ja. Ja, immer der gleiche. So. Und wo muss ich jetzt mit dem Geldtransporter hin? Oh, Heli sieht aus wie neu, ey, super. Mal schön den Gelände. Du machst damit dein Auto kaputt, ne? Oh. Okay. Erstmal die Erfahrung musst du selbst machen. So, wo muss. Ah. Irgendwie hört sich dein Auto nicht mehr so gesund an. Das musst du. Ja. Ach so. Ja, kommt hoch. Oh, Schmecken ist weit gekommen. Ja, er qualmt so vor sich hin. Soll ich dir was sagen? Genau. In Full HD sieht das zumindest auf dem Tablet noch viel besser aus. Ich würde sagen, dabei bleibe ich jetzt. Ups. stopp. Willst du hin? Habe ich gerade auch gemerkt. Betonung oder entdeckt zu werden. Bevor du reinfährst. Wenn wir was ausprobieren. Was machst du jetzt? Na, eigentlich musst du rausschleichen. Wenn wir den Gegner vorher platt machen. Ja, komm, mach weg den. Den Zahnarzt. Also noch nicht reinfahren, ja? Ich bitte darum. Nein. Ja. Ach, fuck. Okay. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Entdeckt ist entdeckt. Ah, okay. Für den gesamten Einsatz. Doof. Das ist ja dämlich. Das ist, ja? Ja. Das kann man so sagen. Und nö. Ja, nochmal. Seid ihr hier? Am Laden. Geknastet im Loading Screen. Ah, geht so weiter. Hallo. Ich bin beim Schraubhuber wiederholen. Ich bin beim Start. Beim Komplettstart. Wo seid ihr denn? Ah, okay, bei mir. Ein wilder Heli, lass mich rein. So, haben wir die Kiste schon markiert? Ja, haben wir. Okay. Naja, ist schon voll sicher aus. Als weiter. Mal ganz kurz, wie viel auf der Platte noch frei ist. Boah, sieht aber. Ein Stream! Heute ist der 6.
Ja. Das ist jetzt 21 Gig, also von daher. Ist okay. Fahrer ist tot. Was? Einsatz fehlgeschlagen? Warum? Was? Warum? Was? What? Der Fahrer, den habe ich doch bloß ausgeschaltet. Okay. Von dem Transporter? Das ist ein LKW. Transporter. Vom LKW? Ja, ja. Vielleicht sollte das nicht gemacht werden. Ja, muss jetzt. Muss ja das Fahrzeug dann dahin fahren. Eben. Vielleicht erst die in den PKWs und dann in dem LKW. Nee. Keine Ahnung. Definitiv nein. Das ist gerade gut. Warum lädt der jetzt so lange? Einfällt. Ja. Ich muss mal meine Grafikkarte gerade wieder ausziehen. Ich vergesse, dass ich das ausgeschaltet hatte. Der Overclock ist aus. Warte mal. Load, apply, save. Ja. Mal schauen, wie das aussieht. Hä? Welch? Wo bist du? Ich bin schon mal am Motorrad vorgefahren. Also einfach nur ein bisschen Langeweile zu vertreiben. Ja, ziemlich viele Blinklichtknöpfe da drin. Einfach nachkommen, wenn ihr könnt. Ich habe hier übrigens gerade die gleiche Position, wie wo wir gerade den Einsatz verloren haben. Und wäre hier schon mal griffbereit. Ja, wie gesagt, ich habe bloß den Fahrer ausgeschaltet mit einem Schuss. Ja. Merkwürdig. Wahrscheinlich solltet ihr den Fahrer ausschalten, ich mach schon zu viel Schaden. Gut. Das Fahrzeug ist schon in den Heli gekracht. Sehr geil. Woo! Ich fahr schon mal. Sag mal, bist du doof? Lass den Heli ganz. Mein Harley, Heli. Bist du tot? Ja. Ich warte so ein bisschen auf euch, bis ihr fertig seid. Oder bis ich respawn, eins von beiden. Der Typ ist in dem weißen Jeep. Mach den weißen Jeep kaputt. Ah, das sind zwei. Vorsicht. Wer schießt denn hier auf mich? Ah ja. Okay. Okay. Dragon, fahr weiter. Fahr weiter. Gut. Weiter geht's, weiter. Ah, qualmt ein bisschen der Teil. Ach, schon wieder. Wahrscheinlich gar nicht. Doch. Was qualmt? Ich bin nicht Raucher. Oh, stell dich nicht so an. Nobody is perfect. Nur was du smoken kannst. Mein Hubschrauber sieht aus wie verkohlt. Wahrscheinlich ist das auch. Hey, schalt mal kurz ein. So. Ich bin zu Fuß unterwegs. Und du bist noch tot. Kann ich jetzt bei dem. Hey, was ist denn jetzt los? Da drüben beschwert, was ist jetzt los? Da drüben sagt er mir, soll anhalten. Sag mal, habt ihr es bald? Ich kann bei dir nicht spawnen, warum auch immer. Okay. Ich bin jetzt in der Innenstadt. Jetzt darf das nicht. So. Wer so sagt, hat mir das noch nicht gemacht. So. Moin. Moin.
Einer, der Bücher hält, hat eine Werkstatt. Und sollten wir... Ja. Die Kerle da unten müssen wir erst ausschalten, damit ich reinfahren kann, nehme ich mal an, oder? Nein, du kannst so reinfahren. Aber du solltest noch nicht reinfahren, solange wir noch nicht da sind. Also, theoretisch gesehen kann er schon. Er muss halt auch wieder rauskommen. Das ist halt die ganze Quintessenz bei der Nummer. Also eigentlich geht's. Es ist kein Problem. Im Normalfall. Kriegst du auch alleine hin. Merkst du aber schon, wie das... Mein lieber Charlie. Sieht nicht so gesund aus. Ach Quatsch, das geht schon in Ordnung. Jetzt guckt die Tante so blöd auf den LKW und ihn rauchenden LKW gesehen, oder was? Wahrscheinlich eher selten in der Gegend hier. Ja, die vermutet, dass da ein Joint drin ist. Ja, nee, ist klar. Vielleicht ein paar mehr. Doppelt als um den LKW rum, oder was? Ah ja. Langeweile, nichts zu tun, oder was? Ich merke, ihr seid da, okay. So ist das. Ja. Wenn ich runterfahren soll, müsst ihr es sagen. Ja, kannst. Theoretisch kannst du. Siehst du von der Position alles in der Ecke? Dann gehe ich vorne gucken. Ja, nahezu. Es gibt so viele, die verdeckt sind. Mach lieber langsam, bevor du nochmal Ups sagen musst. Und lass dich bloß nicht erwischen von denen. Soll ich auch noch in die Werkstatt reinfahren mit dem LKW? Ne, das geht nicht. Ich habe mal gerade so frei nach dem Typ umgelegt, weil der hat dich nämlich gerade schon auf dem Kieker gehabt. So. Heißt, Scheiße. Wir müssten hier abstellen und dann schnell über die Mauer abdüsen. Nee, über die Mauer geht nicht. Stacheldraht. Richtig. Habe ich gerade auch gesehen. Ich glaube, mal noch ein Momentchen drin sitzen, bis ich. Also den hätte ich. Ja, der ist aber noch hier. Der ist jetzt wieder still. Bis ich einen Weg gefunden habe, wie ich hier rauskomme. Schlimmsten ist der da. Ja. Das ist ja irgendwo hin gerade. Ja. Hier sind alle vorne. Außer der eine da am Alarm-Dingens. Aber der dürfte mich, wenn ich jetzt aussteige, eigentlich nicht sehen, wenn ich in das Gebäude husch. Richtig. Gut, dann steige ich mal aus. Kann man nicht den Generator kaputt machen, damit die Tür aufgeht? Welche Tür? Die hier vorne? Die große Einfahrttür. Ja, bringt ja trotzdem nichts, du musst ja leise raus. Weil der einzige Ausgang, den du ja dann hättest, wäre hier das Maurerloch. Der steht doof. Nee, in die Werkstatt rein ist auch keine gute Idee. Mhm.
Ich habe ja, da übrigens noch mal. Vorne sind doof. Ich habe da noch eine Idee. Ich bräuchte dazu mal ein Heli. Brauchst du ein Heli? Ja. Ah, ich. Nee, komme doch nicht raus. Das ist nur etwas. Dragon, entspann dich mal kurz. Okay, also wenn mein Plan aufgeht, dann müsstest du mal ganz kurz noch mal in den LKW huschen und den noch ein bisschen weiter wegfahren. Was heißt weiter weg? Einfach nach hinten. Aber vorsichtig. Reicht das oder noch mehr? Dass du davor lachen kannst, meinst du? Das ist die Idee. Komm, beeil dich, raus da. Ach, scheiße. Was, sie haben das Einsatzgebiet verlassen? Hä? Wie bitte? Was? Okay. Okay, also wahrscheinlich. Das ist doch erst passiert, als du, glaube ich, den Transporter nach hinten gesetzt hast, oder? Komplett nach hinten. Genau. Okay, das ist dann wahrscheinlich die ganze Krux bei der Nummer. Der muss da stehen bleiben. Mhm. Aber es wäre fast gegangen. Auf Pech. Pech, Pech. Jawohl. Wie gesagt, den Fahrzeugführer müsst ihr ausschalten. Der darf nicht erschossen werden, den muss man rausholen aus dem Fahrzeug. Okay. Wieso? Wir haben den schon öfters erschossen. Eben. Verstehe ich mich auch darum, dass das dadurch, dass meine Waffen zu stark sind, weil du kannst ja das so upgraden, dass die Waffen auch immer stärker werden, wird das Fahrzeug zu stark beschädigt. Hä? Ja. Angezeigt. Da ist doch gar nichts. Ja, gut, was spinnt hier? Naja, gut. Ach, das spinnt. Ist das einer von denen? Nee, oder? Naja. Nee, komm noch. Das meinte ich mit Waffen sind zu stark. Scheiße! Nee, lass mein Heli ganz. Was, du hast einen ganzen Heli? Hm? Ja, sieht doch sauber aus. Ist das Fahrzeug gestoppt? Nein. Hm. Oh, der Heli sieht nicht so gesund aus. Hat das täuscht. Das ist ein Täuscher-Heli. Ich glaube, der glitscht auch irgendwie ein bisschen in der Mauer. Der glitscht nicht, das nützt so. Jetzt ist es richtig. So wie es sein muss. Jawohl. Ja. Los, komm, ein Hundetransporter. Komm, ruf. Was? Ach so. Ab in den Zwinger. Das sind die Dinger mit dem Zwinger hinterher. Ah. Halben Kilometer hinter ihm. Ah, okay. Tendenz fallend. Schnell fallend. Achso, bald Bergkurve.
hupen da so? Die Chuchu-Bahn. Bash, bist du der Bahn im Weg? Nein, die Sonne. Ab den Finger! Finger! Ah, wir versuchen ihm den Weg abzuschneiden. Nimmst du Schere mit? Ja. Yep. Oh. Ja. Yep, melde erfolgreich gestoppt. So. So wie das muss, ey. Hier ist der Rauch noch nicht mal. Na dann, kommen Sie, junge Frau. Aber trotzdem Schäde Bärschmanner gerollt, meine Herren. Rückwärts. Ei, ei. Nix können sie ohne Auto. Mann, ihre Rum. Regen hier. Alter. Ein U-Turn ohne Blinker. Blinker setzen ist völlig überbewertet. Sonderausstattung hier, Bolivien. Bong. Angedopft. Da wollt ihr auch mit rein? Nee, kann man ja nicht. Auf die Scheißkiste, Junge, Junge. Da ist Geschichte. Wenn du da einen ausschaltest, dann den einzigen, den man vielleicht ausschalten kann, ist der eine hinter der Kiste. Den müssen wir. Das ist der Kistenschalter? Ja, nee. Wenn wir den nicht haben, können wir den hinter der Kiste nicht ausschalten. Hä? Wenn wir was? Wenn wir den nicht haben, können wir den hinter der Kiste nicht ausschalten. Achso, er ist die Nummer 1, meinst du? Mhm. Das ist das Problem an der Sache, weil der sieht alle drei Posten hier hinten. Mhm. Könntest du aber eins machen, wenn er sich jetzt dann umdreht, die, dann schalt mal kurz die 1, schalt mal kurz den Typen hier aus. Mhm. Und du musst durchs Tor rennen versuchen. 3, 2, 1, weg. Los, renn, 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 gib Gas, gib Gas, 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 Gas. Echo muss weg. Echo fresh. Los, rennen, 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 rennen. Ey, wir sollen das Haus verlassen. Fertig. Und wann kommt, dass wir die Mission erfolgreich abgeschlossen haben? Wahrscheinlich, wenn ich weiter renne, ey. Achso, ja. Raus aus dem Gebiet. Gebiet ist hier zu Ende. Ja. Yep. Geht. Wie viele Anläufe waren das jetzt? Na, hab vergessen zu zählen. Bestimmt 26,3. Wo kommt die Komma 3 her? Das war die abgebrochene. So. Ja, öffnen Sie die Tür des Tresors. Warum nicht? Ja, ist noch in Range. Attacke. In Range. Jetzt laufen oder was? Sag mal. Jetzt, wo wir diese Mission ja quasi fertig haben. Die da unten vermisst doch keiner mehr, oder? Nö. Nö. Oh, mach erst mal die Alarmanlage aus. Ja. Warum nicht gleich so? Ach, muss man denn hier mal alles selber machen? Komm raus dem Astra.
James. Sag mal, hast du mich zu? Mich zum nächsten Ziel. Den kenne ich doch irgendwo her. Chopped, wie geil der auch schon. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was? Nochmal was? Da, wie du schnarchst dahin. Achso. War nicht schlecht. Ey! Rüpel, Rüpel! Ich glaube, der hat mehr Schaden davon getragen als ich. Bei mir Lackstift, bei ihm neue Stoßstange. Wenn es weiter nichts ist. Weiß noch, wie ich mit dem Polo mal einem 6er Golf auf die Vorderachse neben drauf gefahren bin. Ja, bei meinem Polo Stoßstange vorne neu und Blinker, Scheinwerfereinheit also. Aha. Bei dem Golf komplett vorne eine neue Vorderachse. Ja, war knapp ein Schaden von 10.000 Euro. Ja. Juhu. Nimmst du mit? So, dünn. Da, die Rebellen fahren kopfüber. Cool. Hm, wird ein bisschen schwierig zu fahren. Wir können das. Da steht ein Fass. Oben links gibt Zaubertrank. Okay. Oh, noch nicht mal entdeckt worden, wie geil. Was gesagt, gibt Zaubertrank. Hm, ist so. So, alle mal gezaubert, weiter geht's. Moin. Mein Kofferraum ist geräumiger wie deiner und trocken. Mir kann ja aber noch Schotter mitnehmen. Schotti? Hm? Schotti. Oh, Scheiße. Ah, ich hab Geländegang drin, passt schon. Ich glaub, der sieht nicht mehr so ganz gesund aus. Ah, 200 Euro, wir kaufen ein Auto.de. Easy. Ja, mehr kriegst du für den noch nicht mehr. Wie der vorne aussieht. Die Plaststecke. Wer platzt mit den Schnecken? So, roter Panzer, jetzt geht's rund. Wie Mario Kart. Sag mal, ich habe hier einen Dragon im Kofferraum und da kommen keine Flammen hinten raus. Was ist denn das? Scheiße. Ah, zurück. Ja. Alter Schwede, guck mal, wie du den Kofferraum eingebeult hast. Warum geht der noch auf, verdammt? Ja, danke. Drecksack. Alarm ist schon mal aus. Schon mal sehr gut. Oh, scheiße, schon wieder diese Scheiße. Oh, wo die dort? Die gehen mir auf den Keks. Tot. Ah.
machen die denn da? Helikopter müde, Helikopter schlafen? Ja. Na dann. Vom Junior. Wieder so scheiß Unidad, die gehen dann auf den Keks. Ey! Von hinten erschießen ist gemein. Ich hab da Uni-Dutti. Was hast du, Buchen? Buchen. Die lilanen Typen mit dem Sprachfehler. Herr Uni, Udo. Mhm. Ich spiel zu Üne. Let's Bash sucht das Weite. Let's Bash kommt von der Seite. Ja. Und geht dann in die Breite. Geht aber gut. Ja, das hatte ich mir so auch schon fast gedacht. Aber auch nur fast. Gib Pet. Boah. Keks. Oh ne, da unten sind schon wieder welche von denen. Naja, die kommen immer wieder. Ah ja. Ich sehe schon, da hat wieder einer Mörser ausgerüstet. Ja, das war übelst geplant, ey. Scheiße, hab ich verklickt. Boah, ich jetzt schon wieder. Ich komme um die Ecke, die Uni Dutt. Was, die Dutt? Die Uni Dutt hängt in dem Hut. Uni Dutt ist in der Hut? Ja. Moment. Okay. Ah. Warte. Schnapp. Bin eingekreiselt. Ha? Ich bin eingekreiselt. Macht weiter da, wo er sei. Okay. Ich hänge noch 30 Sekunden ab. Da rein, wie geht's da rein? Oh shit. Guck mal, wo der Mauer das Loch gelassen hat. Oh, ich glaube, ich hab's. Ich hatte gerade weiter. Wer, wo hat der mich denn jetzt hier hingeschmissen? Hast du da weggezogen? Oh Scheiße, was? Okay, das waren wenig Schüsse, die ich gerade gebraucht habe, um runterzugehen. Nein. Doch? Ist der Bilder gestorben? Ja. Wir machen beide ein Schläfchen. Das liegt jetzt nur noch an dir, Möhre. Sag schon. Es liegt nur noch an dir. Ah, Licht aus hier. Nicht? Wenn ich weiß.
Pass auf, hinten in die Ecke kämmt einer. Hast du? Hm, hab ich schon gesehen. Einer ist gut. Ja, der kann mich gar nicht sehen. Danke. Hab ich mir aber Zeit gelassen. Ja, sicher hab ich mir Zeit gelassen. Ich habe ja gerade knapp mit der Waffe vorbeirennen sehen, was? Hm? Hallo. So, machen wir mal die Bude hier auf. Erst mal das Licht ausmachen. Okay. Das ist doch die Bude hier, wo wir nicht mehr rausgekommen sind. Ajo. Verteidigen. Durchlüften hier. Wir verteidigen am besten von draußen. Warum? Shit. Oh, die Idee ist nicht schlecht, Möhre. Was hat mich denn da... Ach, da drüben. So, echt jetzt? Ja. Mal alle den Typen da. Was wie am Arsch, ey. Dragon hinter dir. Links. Ach, der Typ da. Erstmal grad. Und das wird nächstes Jahr schon kommen. Go Dragon, go Dragon. Da, 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 da. Ja, jetzt kann's gehen. Ja, ja. Okay, nächste Incoming. Mann, lauf doch mal, dass der mal stundenlang braucht, um sich aufzurappen. Das ist das, was Heli, ich Heli, 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 Heli. Hui. Da war ein Heli. Gute Idee. Das wird ja gerade mal gar nichts. So. Wollen die alle hin? Hä, wo ist denn der schon wieder? Auf der anderen Seite Mauer. Komm mal raus zum Retten. Unter der Treppe. Da hörst du es Scheppe. Ja, 7 Sekunden, passt. Erledigt. Alla. Schnell raus, bevor die Tür zugeht. Ich bin schon die ganze Zeit draußen. Ich bin draußen, ja. Aha. Wie? Na dann. Ein Vollposten. Na, super. Na, jetzt geht die Tür nicht zu. Ajo.
Und Fahrzeugabwurf wurde benutzt. Ist irgendwo ein Heli gespawnt? Nö, ich hatte mal was anderes gespawnt, aber ich weiß nicht, wo es hin ist. Hat der mein Fahrzeug gelassen? Oh, ich hab da was. Okay, Teddy. Nehmen wir das halt. Nobel geht die Welt zugrunde. So, ich glaube, ich dem Rebellen mal seinen Unterschlupf. Tschüss. Okay. Party, Party. Reifendruckparty. Ja. Nein. Interessante Kurvenfahrt bei der KI. Wegmachen. Hier gibt's noch eine Munikiste. Der Typ hat nichts mitbekommen, oder? Geil. Ne? Dann zeig mir hier eine Munikiste an. Wo ist die Munikiste? Hier ist die Munikiste. Okay. Kommt bald vor wie Montag, ich weiß nicht. Was mit Montag? Es kommt mir heute so vor, als wäre es Montag. Theoretisch ist es das ja auch. Und dann? Kumpels Versteck. Hey, Lutscher, komm mal her. Ja, kann ich nicht nehmen? Hol ihn dir. Ich kann ihn nicht greifen. Es geht nicht. Komm, der König fährt. Hey. Hey, willst du mich veralbern? Nein, pfui. Dann nehmen wir den Steigen mal rein, ne? Welcher Idiot hat ihn jetzt umgebracht? Hey, den hat doch gar keiner erschossen. Doch. Wer? Ich habe eben gerade hab ich gesehen, dass irgendjemand den erschossen hat. Ich weiß nicht wer. Ich habe auf die Motorhaube geschossen. Ich habe den nicht erschossen. Ein Riesenschrank dahinter. Das Spiel war der Meinung, dass du ihn erschossen hast. So. Was für ein Schwachsinn. Ich kann was zu trinken holen. Motorhaube geschossen, damit ich ins Fahrzeug komme. Oder wieder aussteigt zumindest. Also ich glaube übrigens, das ist ein separates Auto, da darf keiner drin mitfahren. Deswegen ist er gerade so wählerisch. Müssten wir alle drei Autos besetzen. Mal gucken, dann läuft er oder was? Du bist jetzt gehört. Du. Der Sosa hat einen ganzen Tannenschimmer. So. Jo,
Ab in den Busch. Ein Busch. Ja, klar. Er hat einen Busch. Er hat einen Busch. Ja, wobei es sind ja 4 Autos. Dann wird's schwierig. Eben. Ach scheiße, nein, wir müssen den anderen nehmen. Komm, Dragon, hinten auf das Ding drauf. Wenn wir schützen sollen, dann müssen wir irgendwas abballern. Auf, aufs Geschütz. Bin drin. Wie, du bist drin? Ja, oben. Jetzt! Möhre, du kannst nicht mit dem fahren. Ich weiß, ich wollte ja nur mal ärgern. Wie geil, Dragon läuft bei mir hinterm Auto her. Echt? Ja, ist kein Scheiß. Nee, also ich bin definitiv offen geschützt. Ey, die KI ist ja voll für den Arsch. Was geht denn mit denen ab? Er kann kein Auto fahren. Wir sollten mal durchlassen. Okay. Ja, hallo, was macht ihr da? Ich kann's dir nicht sagen, ey. Ja, super, ich bin gestorben. Jetzt werde ich überfahren. Ist aber auch gleich. Was ist das denn für ein Bullshit? Brauchst du einfach bloß hinter dem Honk hinterherfahren? Mhm. Oder brauchst du einen Handy mit Schutzwaffen? Ich muss erstmal kurz verschwinden. Ah, das ist der scheiß Heli. Der ist eh vorbei. Mhm. Wobei noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und. Hä? Einsatz aktualisiert? Einsatz. Ah, fehlgeschlagen. Ja. Wie war es bei dem Pferd? Heli mit Schusswaffen. Haben wir nicht. Holen wir uns. Ich will mal kurz was gucken. Was war denn da weg? Kinder weg. Du sollst sterben, habe ich gesagt. Hallo. Was? Ich habe aber noch keine Lust zu sterben. Jetzt erst recht. Ich bin gerade kein Heli. Ist niemand da. Nicht gut. Wo seid ihr? Ah. Beim Spawnpunkt. Ne, ich hab. Oh nö, echt jetzt? Was? Der absolute Schwachsinn. Hä? Was machst du da? Eigentlich wollte ich ein anderes Ding haben, aber egal. Anderes Ding, jetzt hast du ein anderes Ding. Nur 40 Sekunden warten. Kostet dich das irgendwas, wenn du die Fahrzeuge. Nee. Nö. Komm, steh auf. Du sollst die Viecher doch nicht quälen. Macht aber Spaß. Ey, das war meine Drecksackblase. Hast du dir so gedacht, ja? Hm.
echt nett. Aber von was wurden die entdeckt? Da waren doch keine anderen Gegner noch gewesen, oder? Nee, du solltest ja den da... Also erst heißt es, kommen sie da rein, ohne entdeckt zu werden. Da ist kein Schwanz da, außer der Typ. Und danach heißt es, eskortieren sie ihn. Hä? Warum? Boyfriend, Lover oder sowas? Warum nicht? Vielleicht. Den traf ich nett. Ich hab... Ah, da ist mein Fahrzeug. Ich hab ein schönes Spielzeug. Den kippt so schnell keiner um. Alter Schwede. Ja. Wie heißt der noch gleich? Marauder? So ungefähr. Ein Warzenschwein. Und ich kann aus dem Fahrzeug heraus nicht schießen. Super. Muss ja auch nicht. Und der kommt da raus. Guck mal, da ist er. Vielleicht kannst du dann. Ich kann gar nichts. Bei mir steht der noch da, okay. Der kann doch so nicht fahren, ey. Ich wollte den nicht abfängen. Wieso fehlgeschlagen? Hä? Die waren zu weit entfernt. Ja, bei mir stand der nämlich noch auf dem Hügel drauf. Und das Wie Fahrzeug geil. Ist weggefahren. Bei mir war der die ganze Zeit vor mir. Das wir sollten vielleicht doch zusammen in einem Auto fahren. Ist vielleicht Sag mal, besser. Spielen wir eigentlich das gleiche Spiel? Später spiel bei dem Krokodil. Keine Ahnung, ob das gleiche Spiel spielt. Eieiei. Dann sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Mhm. Noch einmal, Brigitte. Gerne, Rolf. Nehmen halt das Fahrrad von da. Ey, das liegst du hier so voll entgegen drum. Wem meinst du? Mit dem Typen da. Ich hab meinen Aussatz gegönnt. Hässliche Tätowierung. Quer. Pust aus das Ding. So, er kommt. Naja, ich sitze. Kommt er bei euch raus? Ja. Gut. Vorhin kam er auch raus. Lol. Jetzt hat er sich ins Auto gebiebt bei mir. Ja, ich seh's auch gerade. Was hat denn der für Schmerzen? Steigst alles aus und wieder ein? Jetzt fährt er los. Hat das Auto wohl erstmal nicht so gefallen oder was? Ja, hat gesagt, stinkt. Für einen riesen Wendekreis. Shit. Ups.
Oh! Was denn? Ich hab keine Leistung mehr, raus dem Auto! Scheiße. Los, rennen in die Hütte! Fahr weiter, fahr! Was glaubst du, was ich hier mach? Scheiße, schaff ich nicht mehr. Lost! Hä? Naja, wir sind noch dran. Was? Nee, niemals. Wahrscheinlich, weil wir allesamt zusammen sein müssen. Nee, Quatsch. Viel zu weit weg. 200 Meter ist schon viel für das Spiel. Ja. Ob die KI auch einen Helikopter mag, wenn man hinstellt? Das probieren wir jetzt aus. Steig da ein! Was soll denn der Quark? Hallo! Okay, das nächste, was die Jungs auf den Weg schießen, dann und dann hochgehen. Ja, bin gleich wieder da. Der geht in den Quarzen. Harr. So, also Thema App. Du hast die da unten schon. Und dann logisch. Ja, du, bei mir hat's länger dauert es länger beim Spawn. Jojo. So, weiter geht's. Alle anderen Autos wegfahren. Scheiße, er ist der Depp schon. Los, Fahrzeug besetzen. Das andere. Nee, ich will da rein. Komm, verpiss dich. Raus da. Siehst du? Kann ich den scheiß Platz wechseln noch so? Geh dann jetzt hin. Steht da drinnen noch ein Auto oder was? Weiß es nicht. Wo ist er? Ach da. Also. Nee. Nee. Gibt's hier Spießrutenlauf oder was? Regelpizza mit anfassen, ey. So. Weg mit dem Auto. Ja. Wo ist er jetzt? Scheiße. Nein! 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 Wieso hast du den kommen lassen? Fuck! Ach, was soll's? Und tschüss!
Ich will ja los mit, Alter. Ah, ist ja schön. Ziel ist zu weit entfernt. Nicht mehr. Ich glaube, Ziel ist kaputt. Alter, es war wie ein Wespennest da drüben gerade. Ein paar stärkere Helis wäre echt nice. Sag mal, Möhre, deine Waffen sind doch hochgeskillt bis zum Anschlag, oder? Möhre? Hä? Was? Wie? Wo? Deine Waffen sind doch hochgeskillt, oder? Ja. Theoretisch gesehen müsstest du ja genauso stark sein wie irgendeine Gatling. Na, was meinst du, warum die, was meinst du, warum wir vorhin Probleme hatten? Ja, darauf will ich hinaus. Ja, wie gesagt, ich gehe aber erstmal in den Rauchen. Mach das. Ich würde sagen, wir warten zu lange. Wieso? Weil wir alle zusammen sein müssen, damit die ganze Geschichte klappt. Was ist das für ein Gerücht? Ich muss bloß dem Vieh folgen. Ich muss bloß dem Vieh folgen. Weißt du, wer einer das macht? Oder zumindest ich als Host muss auf jeden Fall mit dabei sein. Den Typen folgen und den alle Gangster vom Hals halten. Das ist eigentlich der Auftrag. Echt? Ich kann das auch machen. Schade. Aber deswegen nehme ich das Spiel. Ich will die Mechanik ausreizen. Mal gucken, was geht. Das ist ja nicht cool. Hast du erschossen oder was? Nee, er hat das Auto platt gemacht. Ich wollte das Auto zerstören, damit er nicht mehr einsteigen kann. Ja, das ist das, was ich vorhin gemacht habe. Ach so. Deswegen, ja. Einfach auf den Motor geschossen. Der ist ja doof. Ajo. Ajo. Der mit dem Tango ist hin. Tango, ich begrüße Sie. Jürgen? Ja, bitte. Wo schwörst du? Ich bin eben erst gespawnt. Okay. Ach so, hab mich gerade gewundert. Kann ich handeln. Ich nehme den Heli. Und denn? Dann kann ich nämlich dranbleiben, wenn wir das Ding halb verloren haben. Arschloch! Was denn jetzt? Mich hat so ein Depp überfahren. Scheiße, ich hab die Mission schon getriggert. Keine Sorge, dabei fertig gleich noch was. Danke. Kommt der schon gefahren? Ja. Okay, tschö. Oder? Naja, er steigt da ein. Ich steig bei Bash auf den Heli. Bist du doof? Nein, raus mit dir! Hol dir ein Auto! Boah, das wird doch nichts. Soll ich denn den schützen? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ja, oder du musst dich kurz vor dir runter. Auf, runter mit dir! Hol dir ein Auto und hinterher! Bin doch schon am Auto. Warum wird denn jetzt wieder das Feind angezeigt? Was? Was? Hä, wieso fehlgeschlagen? Achso, der Typ stand wieder. Ich darf wieder nicht so weit weg! Das Spiel ist rassistisch, oder? Nur weil ich nicht der Host bin.
Ich kann es immer noch nicht glauben. Bist halt nicht der Horst. Halber eine Bitte, Boschi, Junge! Was für Hoshi? Boschi. Ich erkenne eine kleine Gruppe Freunde. Na, endlich bin ich auch mal mit in der Partie wieder da. So, Dragon, links der Heli, den schaffst du, den du hier, du dir jetzt, okay? Du machst jetzt den Heli, man. Go, Dragon. Links? Ah, da. Ich folg der Frau mit dem vermeintlichen Rock. Mit dem vermeintlichen Rock, okay. Ich häng an deinem Rockzipfel. Nein. Ja, wie sonst auch immer. willst du nicht oben rausgucken? Ja, wenn ich wüsste, wie das ging. An der Seite muss man nochmal einsteigen, hinten Richtung Ecke Kofferraum. Ja, genau. Hä? Komm, du Lutscher, ins Auto mit dir! Attacke! Weißt du? Was zum? Und wieder? Was? Das Auto fährt von alleine. Ja. Ey. Was? Und weil der Horlock da oben noch rumsteht? Im Ernst jetzt? Das Ding ist voll verbuggt hier. Okay. Hat es sich vielleicht irgendeinen Timer oder sowas in Richtung? Keine Ahnung. Sag mal, was geht denn mit diesem Spiel hier ab? Und Dragon, wie ist die Luft da hinten? Hm? Da hinten? Wohl eher hier oben. Ja. Ist egal, solange wie das Ding fährt. Scheiße! Jetzt ist er da drüben. Ich fliege wie ein Besoffener hier. Von mir aus, Hauptsache du fliegst. Ja, so langsam fliegen wie der fährt, kann ich nicht. Was da? Na, was machst du denn da? Über Stock und Stein. So muss, ja, das, so sein. Muss das sein. Auf die Minimap gucken und geradeaus ist echt schwierig gerade. Ja, glaube ich dir. Bei dem breiten Bildschirm würde ich da auch Schwierigkeiten haben. Mhm. So, raus. Yay! Jetzt geht doch die Kurve, Junge! Links! Rechts! Wie soll ich denn dich, Kasper, schützen, wenn du mit dem Heli abbüßt? Wo ist er? Was? Eingesetzt, abgeschissen. Jetzt komm, alles klar. Ach so, das war so. Das war so gedacht, ja. Gut. Wer schießt denn da? Keine Ahnung. Mickey Maus. Ah! Schöner roter Fleck an der Wand. Ja, ne? Sollte Maler werden. Mein Gott, ey, was? Mal gucken, ob wir was für ein Game. In den was reinkommen? Hier, in den Turm. In den Flugturm. Erstmal Munition schnappen. Meinst du in den Tower? Snap. Tower, ja. Tower, Turm. In den Tower, ja. In den Oktober? Nein, kommen wir nicht. Doch, kommen wir. Meine Damen und Herren, Herr Pups ist gerade im Anflug.
Na, Pech. Ja. Alles fresh. Flugzeug. Flugzeug? Hm. Okay. Warte ich mal kurz mal Trick 17. Wollt mal schnell Munition einsammeln. Nochmal. Das war ein Sauwetter, ey. Was hier die Abfertigung soll, da müsst ihr mal reingucken. Okay, das mit dem Koffer sortieren müssen sie doch mal überarbeiten. Was müssen wir? Mit dem Koffersortierband. Sieht ein bisschen komisch aus hier. Ein bandiger Koffersortierer. Oh, ja. Der Flughafen ist halt nicht so groß, ne? Vor allen Dingen bloß eine Schleife gelegt, völliger Schwachsinn. hätte gleich den Rollcontainer draußen lassen können. Warte, ich geh mal kurz den Duty Free einkaufen. So, bin drin. Hier ist Duty Free. Hallo. Hi. Hey, guck mal. Hier ist den Bogen. Pech, hier ist den Bogen, komm mit. Hier ist den anderen Bogen. Ja, und? Der hätte sie ja gesparen können. Und warum denn? Und selber bloß die Dinger hier. Also das ist ja normal, soweit ich weiß. Bei Flughäfen in der kleineren Größenordnung. Keine Ahnung. Da aber in der Verarschung. Boah, weiß ich nicht. Also. Sowas habe ich tatsächlich schon gesehen. Nice Automaten. Lass die Nuka-Cola in Ruhe. Nuka-Cola. Fallout. Nuka-Cola, Achtung, kommt. Checken wir voll der Nuka-Cola. So. Ja. Ist jetzt was richtig. Das war ein Dreier. Hört sich wie perverser. Wir haben noch einen Dreier, sehe ich gerade. Ein Flugzeug nehmen? Können wir nicht machen, ja. Dreier haben wir mehrere. Die Stück an der Zahl. Können wir wirklich ein Flugzeug nehmen? Ja doch, die kleinen. Aber die großen nicht. Weiß ich nicht. Probier's mal mit dem großen. Nee, schon geil. So ein bisschen. Ich wüsste nicht mal. Ich glaube, dass da würde so selbst schon. Okay. Ja, dann. Ja, Schubrakete. Alle Mann an Bord. Ja. Dann eh jetzt noch ein bisschen. Kurze Startbahn. Müssen eh jetzt noch 13 Kilometer fliegen, von daher passt. Willkommen bei Bash Airlines. Runter kommen wir immer. Bitte in eine aufrechte Sitzung. Das geht dank, Dom. Denk an die Flugabwehr. Sledge of Edge, hi, schön, dass du dabei bist. Do a barrel roll. Bitte nicht mal das Fahrwerk einfahren. Schönes Ding. Whee! Hätte ich nicht gedacht, dass wir die Maschine steuern können. Ja, heute sind wir im Reich der Megareichen. Die sind so reich, dass sie sich bloß Kleinstflugzeuge leisten können. Scheinlich. Da geht es klein und noch viel kleiner.
Haben wir schnell ein paar Screenshots gemacht. Richtig gutes Wetter dazu gerade. Hey. Echt nur noch am Pissen. Ist egal, ich steige nachher aus und meine Föhnfrisur sitzt. Hey, Wettertopf. Hoffentlich schlägt der Blitz nicht ein. Da bin ich aber sehr elektrisiert. Hast dein Luftloch gelöchert? Luftloch gelöchert? Hm. Ja, ein Lustloch gelöchert. Ein Lustloch. Sag mal, Flugzeuge fliegen noch eigentlich über dem Gewitter, oder wie ist das? Normalerweise schon. Ja, ich weiß nicht, wie hoch du kommst. Ja, gefühlt nicht so. Ich glaube, über die Wolkenpartie geht nicht, aber das wäre echt übel geil. So aller Flight Simulator. Nee, no chance. Über die Skybox kommen wir nicht. Jo. Müsste ich auch eigentlich nicht gedacht. Gedacht dafür. Natürlich nicht. So, gucken wir mal, wie spät das ist. Ja, 5 Kilometer noch. Da sind wir ja. Gleich. Passt ja ziemlich gut. Aus dem Kurs abgekommen. Geht schon schnell mit der Kiste. Und jeder andere wäre tatsächlich direkt nicht geflogen, weißt du, bei so einem Wetter. Ah ja. Was denn? Die Räder drehen sich. Tatsache. Ja. Kann man die ja nicht einfahren? Alle drei, ja. Nee. Naja, ein Hoch auf unser Busfahrer. Busfahrer. Wir fahren mal in den Wolken. Okay, aber langsam. Wo bleibt eigentlich Stewardess mit dem Shampoos? Ja, das fragt mich auch jedes Mal. Okay. Abwärts. Alter Falter. Okay. Ciao, Dragon. Hallo, ich höre schön. Jawohl. Dragon, brauchst du noch eine Stunde? Ah, welche sind Kilometer weg von mir? Boah, shit. Wetterradius wie ein Hamster. Radio. Bin ich der Einzige, der fast punktgenau gelandet ist, oder wie? Wieso punktgenau? Ich fahre hinter meinem I her. Also Ausrufezeichen. Mein Informant. Wieso? Bei mir hieß es B. Ja. B ist hier. B ist bei mir. Kann das sein? Alter, der ist so schnell. Mach doch mal ein paar Fehler. Endlich, geh doch. Und lange macht er das nicht mehr. So, geradeaus. Oh shit. Juhu. Na, hab ich dich jetzt, Junge. Da los. Snack.
Wir hören! Echt jetzt? Was denn? Ah, weglaufen, hallo! Weg. Was macht ihr da? Aus. Staub verursachen. Stau! Komm mal! Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Komm mal mit hier, Kollege. Oh. Wir gehen mal hinter das Gebäude. Boah, brauchst du ein bisschen Privatsphäre oder was? Ja, um den Kerl hier mal einzuschüchtern. Warte, ich will spannen. Knochen gebrochen! Knochen gebrochen! Was? Warte mal, war da was? Satz. Okay. Ja. Toll. Ich sehe hier noch ein I. Tja, meine Damen und Herren, wir haben hier einen Stauverursacher. Warum noch mehr? Yay! Oh, ich möchte. Nicht gut. Ich war mal mit dem. Da steht noch so ein Ofen. Ah. Ups. Hey. Wow, lecker mir. Ich brauch's auch. Ich hab eigentlich drauf gewartet. Leck mich fett. Na, schön geflogen. Aber sowas von. Komm. Da kommt. Der Motorrad liegt auch schon im Auto. Wird gerne einsteigen, ja, geh, fahr mal ein Stückchen vor. Bleibt da was mit deinem Auto? Nö. Sehr schön. Wo muss man lang? Wiss ich doch nicht. Achso. Was weiß ich, wo du hin willst. Das heißt, wo ich hin will. Du hast die gleiche Spielstadt wie ich. Bei B ist der falsch um ihn rum. Jo, wo ist der lang? Ach, da. Immer den Regen folgen. Stückchen. Ist das ein Panzer? Ja. Ey, geil. Mit dem Panzer mal durch die Gegend cruisen, hä? Kannst du jetzt von ausgehen, Alter? Den kannst du leider nur klauen. Den kriegst du leider nirgends. Kein Problem, der ist gleich mir. So, ich muss das Vieh nur erstmal drehen.
So. Ja. Läuft. Bitte schön, Bash. Dankeschön. Mit dein Tod. Panzerchen. Achso, du machst noch ein Nickerchen. Ja, ich wollte mir eigentlich gerade ein anderes Fahrzeug organisieren, aber dann ist es leider passiert, wie es passiert. Glaube ich, sollte das Ding noch ein Stückchen weiter vorfahren. Solltest du? Nicht, dass die... Ups. Boah. Also. Geh schon wieder zur Trinkerhole. Da. Und Möhre, wo... Ah! Möhre ist ein Stückchen weiter oben. Na, ich habe schon das Paket eingesammelt für euch. Ah ja. Ey, du Klappspaten, fahr doch einfach an dem Panzer vorbei. In den Geschützturm. Ein Geschützwurm? Da wurmt mich das Geschütz. Boah, leck mich fett. Geil. Ups. Warum raucht denn das Auto da hinten so? Das wüsste ich auch gerne. Bash, wo bist du? Am Respawn. Mm. Respawn Entertainment. So, bin da. Möhre? Drink ist da. Und das dickes Ding. Boah. Macht schon Laune. Ich habe nicht gewartet, das ist eigentlich ein Leaf oder sowas. Aber der Wenderadius ist echt übel. Ja. Das ist der Nachteil. Da oben ist irgendwas. Ja. Müssen wir wohl mal aussteigen. Wir benutzen aber auch gerade von Dings. Rebellen. Das macht ja nichts. Ja, die haben wieder freigelassen. Ich dachte, ein paar Haustiere sind immer gut. Hast du gut gedacht. Mach direkt Zoo auf. Ein Streichelzoo. Ein Rebellenstreichelzoo. Hoch, hier geht's aber runter. Da. So, was machen wir jetzt Schönes? Ein Einsatz. Keine Ahnung. Einsatz! Alter, der steuert mit der Lenkung, das ist der Hammer. Hallo? Zerstören Sie das Drogen-U-Boot. Nein! Was? Zerstören Sie das Drogen-U-Boot. Was ist es denn? Ich glaube links von uns. Okay, nix. Ballerst du eigentlich auch mal? Da ist nix. Ja dann. Geh mal gucken. Aufklärung sagt, dass ich ein Stück zurückfahren sollte, da sonst nicht die Autos in die Luft jagen.
Oh, Möhre hat gerade weggemacht. Jo, ich war so frei. Ich will so bleiben, wie ich bin. So. Ich will so bleiben, wie ich bin. So, dann. Klick. Lol. Ja, bei mir war's das schon. Ja, hier ist ein Fertigkeitspunkt. Ist mir entgangen. Okay. Dann holst du dir Tücher. Marsch. Gut. Hä? Rückwärts fahren ist irgendwie. Was? Okay. Nicht so. Hä? Scheiße. Ja, da war ich, ich hoffe. Platz da, ich komme! Das befürchtet. Na dann löse den Panzer. Wer fällt da hin? Hachi! Würdest du mal raten? Danke, Anke. Wo ist der Fertigkeitspunkt? Wo? Guckst du Karte? Sturmgewehr 556 XI bei mir. Heiliges Kanonenrohr. Also. Welch, kommst du nur mit uns oder was? Warte, hier gibt's auch ein bisschen was. Ja, genau da will ich jetzt ja auch hin, wo Besch. Dann fahr doch da hin. Achtung, beschränkter Wenderadius. Geringfügig. Wo Besch. Ja, okay. Da ist Posten. Ne? Ist aber in dem Compound. Scheiße. Da kommst du hier nicht rein. Lucky. Kommst du nur von oben rein. Wenigstens ey, bist du blöd? Lauf fort. Lauf mir doch vor den Panzer, du blöde Nuss! Nimm mal die Beine in die Hand! Oh. Ja, wie komm ich da rein? Weiter geradeaus oder was? Laufen. Game-Mechanics. Was suchst denn du? Da in den Compound, wo Besch drin war? Wo ich A. Ah. Oh. Ah! Da gibt's ein Waffenteil. Ah. Na denn, holst du dir die Tücher. Snap! Das ist ein Waffenteil? Ja, Waffenkiste. Scheiben Honig. Das hätte fast geklappt. Nein. Anders. Anders. Nimm das mal etwas unglücklich die Tür aufgemacht. Etwas unglücklich die Tür aufgemacht. Ja, da war halt, nachdem ich ausgestiegen bin, halt keine Fläche mehr für meine Füße. Das gibt doch die Möglichkeit, jetzt mal schnell das Waffending einzusammeln. Schnell in Panzer.
Attacke! Komm, Heli! Zeig dich! Dann fahr ich. Was meinst du mit dem Panzer? Komm, Heli, zeig dich. Ach, den da. Nennt man Wenden in drei Zügen. Ziemlich zügig. Nennt man Überfahren von Rebellen. Der ist dir voll vom Panzer gelatscht. Ich arbeite ja fürs Imperium. Wo bist du denn jetzt? Ich bin gerade gespawnt. Respawn Entertainment, weißt du doch. Oh, das ist bedingt gut. Was macht ihr denn da? Ballern! Bannerbootspiel. Mach hier gleich mit! Hau weg den Hubschrauber, ich brauche eh Kinder. Doch, das ist meiner. Dumm? Ja, ich doch. Das Problem ist, ich komme leider nicht weiter runter. Kommunikation ist alles. Was? Ja, rüberfahren ist immer die beste Methode, ne? Mal Platz da, jetzt kommt der Mats da. Könnt ihr das überlebt haben? Deeply impressed, ey. Du bist noch drinnen im Panzer? Ja, ich bin noch drinnen. Warum schießt du nicht? Hä? Warum schießt du nicht? Ich schieß! Schieß! Ich seh nicht. Schieß, Burger! Na super, kaputt gemacht. Ey, jetzt mein Panzer, voll! Oh! Wo ist die Sanitöse, wenn ich sie mal brauche? Sanitöse. Jo. Ich glaube, wir waren da in der Fritteuse. In der Fritteuse, okay. Aber es ist so frittiert, ist immer so lecker. Hey, runter, ist mein Panzer. Hui. Alter, was geht denn da Typ bei euch ab? Party! Ich sehe. Dich mitspielen mit uns oder was? Ja, ja. Weit daneben bin ich. Oh, Scheiße. Überall Unidat. Ja, dann sieh zu, dass du dich irgendwo hinbewegst, wo keine Unidat ist, dass wir das bauen können. Ja, ja, schon passiert. Bist gelandet? Nicht.
gelandet. Du bist schon da? Ja, Mama, wie lange dauert's noch? Mama, ich muss pinkeln. Du, der kann zwangern. Mama, ich hab Hunger. Das ist Papas Auto. Okay. Na toll, jetzt muss ich schwimmen. Wird mich einer wiederbeleben oder soll ich respawnen? Ich bin respawned. Fisch bleibt da, wo du bist. Hui. Fisch. Hui. Jetzt kommt bei. Ja, Jaken kommt auch gleich. Stimmt. Ja, der ist schon gespawnt im Prinzip. Siehst du doch auf der Minimap. Mach's aber locker. Gibt's hier? Ein I für alle. So. Ohne. Ich nicht. Noch ein was I für alle. Dann schwimmen wir mal. Einfach schwimmen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Hey! Das ist so geil, was er für einen Rückschuss hat, wenn ich mal kurz ins Wasser gehe, ey. Ich kann immer nicht runter. Okay. Ich würde ja gerne runter, aber ich habe den Überblick. Ich kann auch gerade nicht runter, warte mal. Warum nicht? Weil das ein Bug ist vom Game. Wenn du ins Wasser gehst vom Heli, dann wirst du so hochgedrückt, das ist der Knaller. Nennt sich dann Rakete. Und wie sehe ich da überall bloß lilane Punkte? Muss wohl die Mahlzeit sein. Na, wenn es weiter nicht ist. Echt jetzt? Moment, ich hab genau gesehen, dass irgendwas auf mich geschossen hat. Ich hab genau gesehen, dass irgendwas auf mich geschossen hat. Das war 100%ig Dragon. Jetzt kloppt euch drum, wer fliegt oder was? Hämorrhoiden. Ja, okay, wo wollt ihr hin? Zu B. Zu B. Da gibt's gleich dreierlei. Aber warte mal, Möhre, flieg mal zum Wasser. Mach das mal selbst. Lass den Heli mal eintauchen kurz. Also da, wo es ein bisschen tiefer ist. Was riecht mit Schmackes? Oh, hat super geklappt. Du hast gesagt mit Schmackes. Naja, war nicht Schmackes genug. Nicht bei jedem klappt der Bug. Das sieht so aus. Also, die Rotorblätter drehen auch, ne? Ja, ja. Gleich nicht mehr. Okay. Einfach Petro Mobile. Das ist ein Wasserschrauber. Wasserschrauber. Jo. Ist der gerade vom Geländer gestürzt? Der hat er entspannt euch gesagt. Ich kletter mal kurz den Dingsbums hoch und von da aus durch den. Ui, du sollst die den Treppe Alarm ausschalten oder was? Na, nicht nur das. So.
Ich hab ein Dach drüber, mir passiert nichts. Ich hab ein Dach drüber, mir passiert nichts. Ist eine Option. Hat nicht jeder. So ein Wookie zu Hause. Hallo? Das sind die großen Hagelkörner, diese. Pui! Gibt's hier Schickes? Fragezeichen. Ausrufezeichen. Und Dokumenti. Dokumenti. Mhm. Ich war mal so frei. Wenn die Stromrechnung nicht bezahlt. Nee, Stromrechnung nicht bezahlt. Also in dem Gebäude hier muss auf jeden Fall irgendwas sein. Nur wie kommen wir rein? Sein oder ist Shit. Oh nö! Bei der Höhe vielleicht noch was? Bei der Höhe? Ah ja, ein Fertigungspunkt. Ah, der ist schon am Farm, ey! Am was? Lol. Ah, okay. Die können hier oben einfach spawnen, einfach so? Das finde ich aber uncool. Ich hab uns jetzt bei den Mörser aus der Geschichte genommen hier. Ja, das Dumme ist, Gegner können einfach spawnen, wo sie wollen. Guck, ich denke nichts Böses, zack, Gegner da. Hey? Ein zweiter auch noch. Was war nochmal dieses grüne Symbol da? Was für ein grünes Symbol? Achso, Nachschub. Ah. Nachschub oder Rebellen. Oder Rebellen-Nachschub. Oder Rebellennachschub, rebellischer Nachschub. Ja. Nicht gut fürs Gemüt. Er ist zickig. Lol. Bisschen zickig der Nachschub. I see. Quick, 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 quick.
Waffe wechseln. Da oben. Da geht's ja. Ja, mit der Sniper ist halt manchmal etwas schwierig, ne? Echt jetzt? Ah. Das kannst du nicht bestätigen. Er kann das nicht bestätigen? Sniper finde ich gerade hardcore geil. Bums, was hast du da gemacht? Och, da war so ein kleines, klitzekleines Gastänkchen. Alter! Du siehst so aus, als ob du umsingelt bist. Nein, das täuscht. Bech hat neue Freunde gefunden. Ja. Das noch zu Corona-Zeiten. Ich hab's nicht für möglich gehalten. Ich auch nicht. Boom! Der Feuerteufel wieder zugeschlagen. Holy moly. So, der ist auch weg. Oh, oh. Ich glaube, wir sollten uns hier verdünnisieren. Wieso? Oh scheiße. Ich würde sagen 4 von 4 Sterne. Jederzeit wieder gerne. Jupp, das ist Deswegen habe ich gesagt, ich glaube, wir sollten uns hier verdünnisieren. Was heute aber echt die Staubsprüche gepachtet. Beide Herren. Shit. Okay, no chance. Das war echt zu viel auf einmal. Traumbildung! Ich habe noch keinen einzigen Punkt erwischt. Schöne Sache. Was fehlt denn noch? Ach ja, richtig. Ein Fertigkeitspunkt und die Kickstarter-Datei. Das gibt's alles in dem Gebäude, wo ich bin. Mhm, ich weiß. Das Ding check ich mir noch ab. 30 Sekunden. Ich bleib hier im Gebäude, spawn bei mir. Naja, ich kann nicht bei dir spawnen. Also ich kann immer nur 100 Meter entfernt von dir spawnen, wenn überhaupt. Ah, okay. Game Mechanic. Ich weiß dann aber schon mal, wo ich hin muss, von daher. Traumbildung, Alter. Dafür ruckelt das Spiel, dann kann ich nicht so viel. Um da gescheit zielen zu können. Uns den entziehen geht nur, wenn wir weiter weggehen oder ja. Ist aber da auch irgendwie ein Zeit. Na, ich glaube nicht. Höre. Sobald du außer Sicht bist, hast du dann irgendwann geht das sofort runter. Scheiße, warum muss dieser blöde Helikopter jetzt gerade hier stehen bleiben? Hilfe! Wie, was ist Hilfe? Geht's denn nicht rein? In Otto. Weil's da bis rausgeht. Das ist ein bisschen viel Traumbildung. Ja, Bech, ich komme auf deine Position. Scheiße, das ging viel zu schnell. Wir wissen genau, wo ich bin. Fuck! Alter! Würde gehen. Wie wird das Schildchen hingestellt? Was steht da? Bist du nicht gießen? Keine Ahnung. Alter, Alter, Himmelsball, Alter, Alter. Hört sich sehr undeutlich an.
weißt du was? Das gibt's doch nicht! Oh. Ich glaube, ich bleib hier drinnen erst einmal. Hab Bock, mich mit dem Heli alleine anzulegen. Ja, toll, ich bin schon der Gestapsel. Puck! Ich hoffe, ihr müsst morgen nicht arbeiten. Hm, doch, wieso? Es kann eine Weile dauern, ach so, ja, dass wir hier durch sind. Das ist leider so das Richtige. Boah, Reiter! Alter, warte, ey. Shit! Ich bin genau vor der Tür. Dragon, das ist ein Becher zu dir unterwegs. Guck doch mal, Jacken, ob du Mörser rufen kannst. Geh ganz hoch und schmeiß mal ein paar Mörsereier runter. Toll. Nee, ich hab. Meinst du. Ich muss erst mal. Hey, Jacken, willst du mich nicht wiederbeleben? Ich bin genau vor der Tür. Bums. Was war das? Granate. Okay, der Typ lebt noch. Zwischen zwei, Vorsicht. Ah. Rein. Oh, wie bescheuert, ey. Nein. Ich war gerade kurz vorm Respawn, ey. Eine Sekunde hätte noch gefehlt. Schönes Spiel, aber das machen wir morgen zu Ende, würde ich sagen. Würde ich auch so sehen. Ja. Jungs, hat Spaß gemacht. Deswegen habe ich ja die. Deswegen hatte ich ja schon die Spitze geworfen gehabt und dachte, wie lange sie das wohl durchhalten? Ist angekommen. Dann sehen wir uns morgen. Okay.